nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf ein Zimmer musst und dich packt der Post, dann sing ne 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 ne. Zum tausendsten Mal, ab in die Schule. Was? Hat es für einen Sinn, in die Schule zu gehen, wenn ich sowieso bei den Killerboy Rats einsteige? Gar kein. Reine Zeitverschwendung. Schule, Abmarsch. Und wenn du meinst, wir gehen mit dir zu dieser schrecklichen Band, irrst du dich gewaltig, Henry. Au! Papa, Henry hat mich gestoßen. Sei nicht so gemein, Henry. Warum nicht? Das ist das Wichtigste in meinem Leben und ihr geht nicht mit mir hin. Das ist gemein! Mama und Papa erlauben es mir nicht. Das ist doch oberfies. Ich will zur Polizei gehen und sie anzeigen. Schultalentwettbewerb. Alle Schüler dürfen mitmachen. Erster Preis? Karten für ein Konzert deiner Wahl. Problem gelöst. An deiner Stelle würde ich da gar nicht erst mitmachen. Wir gewinnen nämlich. Ha, nicht wenn ich mit meiner neuen Band auftrete. Ha, und wie heißt diese neue Band, ha? Henrys schreckliche Helden. Ja, Henrys schreckliche Helden. Was ist denn das für ein Name? Oh, nur der Name der Band, die den Talentwettbewerb gewinnen wird am, naja, übermorgen. Na, 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 na. Sag mal, Henry, wer spielt eigentlich in deiner Band mit? Du natürlich. Meinst du wirklich, dass wir gewinnen können, Henry? Ja, klar, wir gewinnen ganz sicher. Wow, spitzenmäßige Gitarre, Bert. Ja. Meine Mutter lässt mich zu Hause nicht spielen. Sie sagt, sie kriegt davon Kopfweh. Mütter kapieren einfach gar nichts. Also, was wollen wir spielen? Was können wir spielen? Dein Auftritt wird ganz bestimmt ein voller Erfolg, Peter. Wir werden sehr stolz auf dich sein. Sehr verehrtes Publikum, heute spiele ich für Sie mein Lieblingsstück. Hippo, das lustige Flusspferdkind. Spielen. Na, weil du ein viel größeres Dummerchen bist als ich. Ach so. Ha? Jetzt reicht's mir aber. Möchtest du ein Autogramm? Ha, träum weiter. Mach dir nicht so einen Krach, wir proben nebenan. Ha, könnt ihr euch sparen. Wir gewinnen sowieso. Ganz sicher. Ihr seid total mies. Die Killerboy Rats sind sogar besser. Und ihr seid nicht mal eine Band, ihr seid nur zu zweit, also seid ihr ein Duo. Und jetzt Tuo der ganzen Straße einen Gefallen und hör auf! Sie hat recht, Henry. Wir werden niemals so gut wie die Killerboy Rats. Stimmt, werden wir nicht. Wir werden besser. Also los, wir brauchen noch einen Dritten in unserer Band. Wieso willst du ein Mitglied unserer Band sein? Ich möchte Freunde haben und glücklich sein. Der Nächste! Und? Ich finde, du warst mega gut, oder Henry? Zu gut. Der Nächste! Kannst du singen? Keine Ahnung. Klavier spielen? Keine Ahnung. Auf eine Trommel hauen? Mm-mm.
Ein Tambourin schütteln? Mm-mm. Mit den Fingern schnippen? Keine Ahnung. Der Nächste! Der Nächste! Kannst du echt auf der spielen? Nein, aber ich weiß ganz viele interessante Sachen. Der Nächste! Bert, ich hab's dir doch gesagt. Mädchen sind nicht erlaubt. Aha, da haben wir doch unseren dritten Mann. Also, wenn du in meiner Band mitspielst, dann darfst du Captain Peter der roten Handbande sein. Du meinst sowas wie jemand, der sagen darf, was man macht? Ja, naja, so in der Art. Ich bin natürlich noch der Anführer. Und ich bin der zweite Anführer. Aber du hättest gleich nach uns beiden das Sagen. Ui, toll! Ich bin dabei, aber wir haben keine Zeit mehr zum Üben. Mach dir darüber keine Sorgen. Killer Boy Rats, ich komme! Also, meine schrecklichen Helden, heute ist der große Tag. Ja, der Tag, an dem wir gewinnen. Und ihr landet auf dem letzten Platz. Ja, auf dem allerletzten. Was ist, wenn sie recht hat? Was ist, wenn wir wirklich die Letzten werden? Ach, bleib locker. Ich hab alles unter Kontrolle. Die Killer Boy Rats Karten gehören schon mir. Schatz, ich bin schon ganz aufgeregt. Noch viel aufgeregter als Peter. Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen zu unserem allerersten Schultalentwettbewerb. Als erstes sehen wir Alf. Und er versucht, den Schulrekord im Superhandstand zu brechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Los, zeig, was du drauf hast. Acht, neun. Also, als nächstes haben wir Gregor mit seinem genialen Gehirn. Stellt mir eine Frage, ganz egal welche, und ich kann euch bestimmt die Antwort sagen. Wer hat das Telefon erfunden? Das ist leicht. Alexander Graham Bell. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Kinderspiel, Lissabon. Wer hat letzte Woche Linda die Antworten des Mathe-Tests für eine Tüte Süßigkeiten verraten? Ich war das. Das will ich genauer wissen. Ja, nun, so viel zu Gregor und seinem Gehirn. Und als nächstes sehen wir Laura und ihre Bauchrednerpuppe Dummerchen Susi. Ja. Warum kann meine Nase nie aufwärts laufen? Na, weil sie keine Füße hat. Das hätte ich doch sagen sollen. Du hättest sagen müssen, woher soll ich das wissen? Die sind echt gut. Zu gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Publikum wirklich was zu lachen hat. Was hast du denn vor? Sie werden die Bühne gleich etwas überstürzt verlassen. Jetzt sag endlich was, Dummerchen. Voller Erfolg. Das war wirklich gemein von dir, Henry. Oh je, und jetzt kommt der Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet haben. Ich möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für Henrys schreckliche Helden. Zwei, drei, vier. Sie haben ja nur so getan. Ins Direktorat, auf der Stelle. Du auch, Bert. Das ist ganz schön frech.
Mein doofer kleiner Bruder wird gewinnen. Dann sehe ich die Killerboy Reds doch noch. Oh, du schrecklicher Junge. Gut gemacht, Peter. Unser begabter Engel. Ja, gut gemacht, Zwerg. Wer hätte gedacht, dass dein Cello mir die Karten fürs Killerboy Reds Konzert verschafft? Das ist mir das dreimal Nachsitzen wert. Kill, Road, Kill. Was ist das? Echt super, oder, Henry? Wir sehen uns alle zusammen die lustigen Hippos und Eis an. Was? Ja!